Schmerz? Nicht mit uns. Wenn's mal wieder am Herzen ist, schnapp dir ein Pflaster. Wahrscheinlich hast du Samstagabend einfach Besseres vor. Ich hab zum wiederholten Male diese Wette verloren. Es scheint, das Wetten mit mir selbst rächt sich immer schnell und kommt mir mittlerweile einfach nur noch lächerlich vor. Bei jedem Klingeln an der Tür erlaub ich mir erneut zu hoffen. Du hast mich so oft enttäuscht, doch nie etwas versprochen. Ich hab dich so oft verurteilt, du nie was verbrochen. Einzusehen, dass du mich nicht treffen willst, hat mich getroffen. Vielleicht ein bisschen konstruiert, aber mein Selbstmitleid ist gerade alles, was mich therapiert. Ich hab's mit Alkohol versucht, auch wenn die Beipackzettel waren. Das ist nur zu Anfang weg, dann umso schlimmer wieder da ist. Aber auch in Apotheken stößt mein Hilferuf auf Achselzucken. Man kann doch heute gegen alles seine Kapsel schlucken. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso das scheinbar niemand wundert. Sag, wieso gibt es keine Pille gegen Liebeskummer? All die Salben und Tabletten, Valium und Aspirin. Aber immer wenn's am Herzen ist, versagt die Medizin. Ich versuch's mit einem Pflaster. Ich versuch's mit einem Pflaster. Ich hab gelernt, wenn's nicht mehr geht, gibt es Hilfe auf Rezept. Aber immer wenn's am Herzen ist, schickt man mich wieder weg. Ich versuch's mit einem Pflaster. Ich versuch's mit einem Pflaster. Und so trifft man mich vom Krankenhaus mit Pflastern übersät. Selbst auf Röntgenbildern kann man nicht erkennen, was mir fehlt. Doch weil niemand weiß, ob sowas streut wie Endstadiumkrebs, empfiehlt man mir auch weiterhin zur Sprechstunde zu gehen. Auf die Frage nach einem Bypass winkt die Ärztekammer ab. Ich will etwas, was man halt bei Herzproblemen macht. Doch das EKG beweist, die Gefäße sind intakt. Wollt ihr sagen, das sind keine echten Schmerzen, die ich hab? Wollt ihr? Doch vielleicht habt ihr Recht und Zeit. Halt alle Wunden immer dann, wenn sie nicht echt erscheinen. Kennst du jemand, der mir dafür ein Rezept aufschreibt? Kennst du jemand, der eine Rettung weiß? Irgendjemand? Dann bleibt mir nur das Wartezimmer und diese Pflaster, die ich klebe über die Narben. Immer dann, wenn ich's nicht nachvollziehen kann, wieso das niemand wundert. Sag, wieso gibt es keine Pille gegen Liebeskummer? All die Salben und Tabletten, Valium und Aspirin. Aber immer wenn's am Herzen ist, versagt die Medizin. Ich versuch's mit einem Pflaster. Ich versuch's mit einem Pflaster. Ich hab gelernt, wenn's nicht mehr geht, gibt es Hilfe auf Rezept. Aber immer wenn's am Herzen ist, schickt man mich wieder weg. Ich versuch's mit einem Pflaster. Ich versuch's mit einem Pflaster. Und so trifft man mich vom Krankenhaus mit Pflastern übersät. Wollt ihr sagen, das sind keine echten Schmerzen, die ich hab? Selbst auf Röntgenbildern kann man nicht erkennen, was mir fehlt. Wollt ihr sagen, das sind keine echten Schmerzen, die ich hab?